Also nicht lassen. Dann kannst du, was das ist, Multimedia-Raum, bam, es geht ab. Da ist Licht. Ich heiße Yasemin Kaplan, komme aus Türkei, okay. Bin 14 Jahre alt. Ich gehe zur Schule. Okay. Ja. Wie lange leben Sie denn schon in Deutschland? Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren? Welche Schule besuchen Sie? Jetzt heißt es Landgraf Ludwig Realschule Plus. Seit 2 Jahren da aus Türkei. Aus welchen Gründen sind Sie denn nach Deutschland gekommen? Wegen meiner Familie. Okay. Also Familie ist her und Sie sind dann mit? Ja. Hast du denn Probleme in der Schule? Also ja. Hier in der deutschen Schule ist alles okay? Ja. Kommst du gut mit dem Unterricht? Mhm. Okay. Brauchst du eventuell Hilfe bei den Hausaufgaben? Nein. Wo und wie hast du denn die Sprache gelernt? Wo, also ich habe eine Stiefmutter, sie ist deutsch. Okay. Sie hat mir viel geholfen. Dann bin ich gleich zur Schule gegangen und noch IB dazu. Ja. Also so habe ich Deutsch gelernt. Was möchtest du denn irgendwann in Deutschland machen? Arbeit oder so? Ja. Hast du da schon einen Plan? Ja, ich möchte eine Apothekerhelferin werden. Was bedeutet denn für dich das Wort Heimat? Mittlerweile bist du ja schon 2 Jahre in Deutschland. Heimat für mich heißt, dass meine Großväter, wo ich geboren bin. Okay. Das heißt für mich Heimat. Okay, Türkei ist dann ihre Heimat. Ja. Und könnten Sie sich vorstellen, dass wenn Sie jetzt, sagen wir mal, 10 Jahre hier in Deutschland sind, dass Deutschland Ihre Heimat werden könnte? Dass die Deutschland meine zweite Heimat. Zweite Heimat. Ja. Was gefällt dir denn besonders an Deutschland? Dass die Jungen und Mädchen gleich sind. Das gefällt mir. Gibt es etwas, das dir nicht gefällt? Ja, in Deutschland braucht man immer so Papiere. Immer was. Das ja, nervt mich so. Das stimmt. Gibt es denn etwas, das du besonders vermisst? Meine Familie. Meine Familie? In Türkei dann? Ja. Und wie fühlst du dich hier in Deutschland? Fühlst du dich, sagen wir mal, integriert. Fühlst du dich integriert in Deutschland? Nein, es geht also. Es geht? Ja. Ich heiße Abdi Yusuf Mohammed und komme aus Somalia. Ich bin in Mogadischu in Somalia geboren. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin ledig und habe keine Kinder. Okay. Ja, ich bin seit 1 Jahr in Deutschland. Ich wohne in Pirmasens. Ich spreche Somalisch, Arabisch, Englisch und Deutsch. Und habe ich beim Internationalen Bund Deutsch gelernt und ich habe B1 Berufungszertifikat bekommen. Okay. Aus welchen Gründen sind Sie denn nach Deutschland gekommen? Das wegen Krieg in Somalia. Okay. Können Sie das ein bisschen erklären? Ich bin seit 2003 von Somalia nach Malta gekommen und 2003 war Somalia alles im Krieg in der Stadt, ja. Besonders in Mogadischu, wo ich gewohnt habe. Und ich war seit 6 Jahren in Malta, wo ich ein Insel ist und ich habe keine Erlaubnis. Ich kann dort bleiben, aber ich habe keine Dokumente bekommen. Okay. Und seit 2010 habe ich ein Interview beim Deutschland gemacht und das war Erfolg. Okay. Und ich habe wegen das nach Deutschland gekommen. Ah, okay. Ja, gut. Haben Sie denn hier in Deutschland einen Beruf? Nein, ich habe meinen Highschool-Abschluss in Mogadischu gemacht und wenn ich die Sprache Deutsch hier fertig ist, dann musste ich einen Beruf lernen oder weiter studieren. Okay. Und ich habe das beim Interieur angemeldet und ich muss das auch warten, bis sie sagt ja oder nein. Haben Sie denn regelmäßigen Kontakt hier zu Ihren Nachbarn oder
Kollegen? Ja, manchmal. Manchmal? Ja. Aber jetzt habe ich eine neue Gruppe, mit Fußball zu spielen. Ja. Und, aber weil ich die Zeit habe, bin ich in Deutschland auch wenig, weil es ein Jahr ist. Und das ist nicht so einfach, etwas so vom Leid lernen. Ja. Auch ich habe die hier in bei mir zum Beispiel jetzt nur die Ausländer, gibt es nicht mehr aus Deutschland, weil ich IB ist nur die Sprache. Ja. Deutschland. Und ich musste weiter studieren, dann vielleicht dann habe ich mehr bekannt. Ja. Was bedeutet denn für Sie das Wort Heimat? Sie sind ja, haben ja erzählt, Sie sind von Somalia, sind Sie nach Malta und dann nach Deutschland. Ja. Was bedeutet denn das Wort Heimat für Sie? Heimat kann man sagen, das ist meine Heimat, wenn zum Beispiel Sie haben deine Familie, deine Familie oder Sie haben eine Frau mit Kindern oder wenn Sie lange bleiben dort, zum Beispiel seit 20 Jahren, wenn ich zum Beispiel, ja. Ich bin seit 20 Jahren in Deutschland, dann ich kann das sagen, meine Heimat, ja. Wir sind so Deutschland. Was ist denn für Sie Heimat oder wo ist denn für Sie Ihre Heimat? In Somalia dann? Ja, Mogadischu. Mogadischu, okay. Okay, ja, jetzt kommt die Frage, was gefällt Ihnen denn besonders an Deutschland? So. Vor allem zum Beispiel die Gesetze. Und wenn Sie sagen, die Leute sind gleich zum Beispiel. Und auch die Schule auch hier beim IB. Und das ist sehr, für mich ist besonders gut. Wie fühlen Sie sich denn in Deutschland? Jetzt fühle ich immer gut. Das ist gut. Leider habe ich keinen Traurig und keinen Stress noch nicht. Das ist gut. Ja. Vermissen Sie irgendetwas? Ja, ich vermisse zum Beispiel meine Mutter, meinen Vater und meine Familie auch. Und das ist, was ich habe jetzt vermisst, ja. Ich heiße Nicola, ich komme aus Polen. Ich bin 10 Jahre alt und ja. Zu welcher Schule gehst du denn? Grundschule Horeb. Bist du hier in Deutschland geboren? Nein. Du kommst aus Polen? Aus Polen, ja. Okay, also bist du dann mit den Eltern hier nach Deutschland gekommen oder nach Pirmasens? Nach Pirmasens, also wir sind erst halb Jahr hier. Weil ich habe die Sprache gelernt im Kindergarten, aber da war ich erst neun Monaten war ich da. Und dann bin ich wieder nach Polen gekommen und die deutsche Sprache habe ich auch im Kindergarten gelernt, weil da war eine polnische Frau, die hat mir alles beigebracht. Was sind denn deine Hobbys? Tanzen, Hip-Hop. Tanzen, Hip-Hop? Ja. Wie lange machst du das schon? 2 Jahre. 2 Jahre? Mhm. Noch irgendwelche andere Hobbys, die du verfolgst? Ja, meine Freundin und ja. Okay. Betrachtest du denn Deutschland als dein Heimatland oder eher Polen? Halb. Ja. Würdest du denn gerne wieder nach Polen zurück? Nein. Würdest du gerne hier bleiben? Ja. Okay. Was sind denn die Unterschiede, die du kennst von Polen und Deutschland? Sprache, okay. Ja. Gibt es irgendwas Besonderes, was dir an Polen sehr gut gefällt? Ja, ein bisschen. Also ich vermisse ein bisschen meine Freunde und so. Okay, ja, das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Gefällt dir irgendwas besonders an Deutschland? Ja. Also da habe ich nicht eine Stadt gefunden in Polen. Hier wohne ich in der Stadt und es gibt mehr, also da kann man shoppen gehen und so. Okay. Machst du auch gern? Ja. Das ist auch so ein kleines Hobby. Ja. Okay. Brauchst du noch Hilfe bei den Hausaufgaben? Bisschen. Und wer hilft da? Frau Gab, manchmal Frau Patricia. Okay, ist ein Lehrer oder? Die von oben, ja. Die von oben. Bist ja öfters hier, ne? Ja, Montag, Dienstag und Donnerstag. Fühlst du dich in der Schule gleichberechtigt mit den
deutschen Kindern. Ja. Ich heiße Mustafa Mirzaman. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin schon 2 Jahre in Deutschland. Ja. Und jetzt arbeite ich bei Burger King. Ja, warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Weil in Afghanistan hat so viel Krieg. Okay, ja. Ja. Haben Sie da regelmäßigen Kontakt zu Ihren Nachbarn und Freunden? Ja, habe ich mit, Kontakt mit Nachbarn. Ich habe Kollegen in Deutsch. Ich habe Kontakt. Gut, mit ihren Freunden reden Sie dann aber auch Deutsch? Deutsch. Okay. War es für Sie schwer, hier in Deutschland Arbeit zu finden? Finden Arbeit. War es schwierig? Ja, schwierig. Okay. Mhm. Was bedeutet denn für Sie das Wort Heimat? Afghanistan. Afghanistan? Ja, in Manthika. Okay, möchten Sie auch da wieder zurück, oder? Nein. Also möchten Sie da schon hier in Deutschland bleiben? Ja, ich möchte in Deutschland bleiben. Okay, also so dann hier auch Familie gründen? Und nein, ich habe nur mit meiner Oma, ich bleibe in Deutschland. Okay. Und meine Mutter, mein Vater gestorben. Okay. Ja, ich habe noch einen Bruder, aber schon lange, ist er, 2 Jahre, weiß ich nicht wo. Kontakt keine, verloren gegangen. Ich habe keinen Kontakt. Was vermissen Sie denn hier in Deutschland? Nur in meinen Bruder, weil ich habe 2 Jahre, ich habe keinen Kontakt, weiß nicht wo ich. Ich bin der Murat und ich bin 10 Jahre alt. Okay. Ich bin Türke, aber ich bin hier geboren. Gehst du zur Schule? Ja, ich gehe zu der Schule in die 4. Klasse. Betrachtest du denn Deutschland als deine Heimat? Also ja, schon. Schon? Ist deine Eltern kommen ja aus der Türkei. Redet ihr dann auch Türkisch zu Hause? Ja. Also hast du auch Türkisch direkt beigebracht bekommen? Mhm. Warst du denn mal schon mal in der Türkei? Mhm. Okay. Fühlst du dich gleichberechtigt mit den Einheimischen, also mit den deutschen Kindern? Ja. Ja, du brauchst ja noch Hilfe bei Hausaufgaben? Mhm. Okay, wer hilft dir denn da? Meine Eltern, die Lehrer und so. Manchmal auch meine Freunde. Was gefällt dir denn an der Türkei? Die Tiere. Die Tiere? Okay. Was für Tiere? Da gibt es Kühe und freie Hunde und so. Ja, ich heiße Mohammed Farhad. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin 17 Jahre alt. Und ich bin in der Schule. Ich gehe zur Schule, Realschule. Und das war ich. Jetzt auf dem IBI. Wie lange leben Sie denn schon in Deutschland? Ich bin seit 8 Monaten in Deutschland, 6 Monate schon in Pirmasens Schone und 2 Monate ist an der Stadt in Trier. Okay. Sind ja noch in der Schule dann. Ja. Aus welchen Gründen sind Sie denn nach Deutschland gekommen? Ich kam aus Afghanistan. Mein Land ist Afghanistan. Gerade aus vom Afghanistan. Haben Sie denn regelmäßigen Kontakt hier zu Ihren Nachbarn und Freunden? Ich habe keinen Kontakt mit mein Nachbar, aber ich habe Kontakt mit Leuten in der Schule. Und also, ich habe Kontakt mit afghanischen Leuten auch in Pirmasens Stadt. Ja. Was möchten Sie denn in Deutschland machen? Bleiben hier und studieren. Studieren. Ja. Und ich gebe meine Realschule Abschluss und dann stelle ich einen Beruf. Ja. Okay. Was bedeutet das Wort Heimat für Sie? Heimat bedeutet für mich, da welcher Land ich geboren ist mein Heimat und welcher Land ich ich denke, ich bleibe, ist auch mein Heim, denn ich habe 2 Heime und mein erster Heim ist Afghanistan und das zweite ist Deutschland. Okay, also Sie möchten in Deutschland bleiben? Ja. Haben Sie vor, hier Familie?
hier in Deutschland? Nein, ich habe keine Familie in Deutschland. Ich bin alleine. Ja. Was gefällt Ihnen denn besonders an Deutschland? Ich habe gefällt es, sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. Die Leute auf Deutschland sind sehr nett. Und alles klein, das ist gut. Also gibt es nichts, was Ihnen nicht gefällt oder was Sie gerne ändern würden? Nein, ich habe keine. Okay. Wie fühlen Sie sich denn jetzt in Deutschland? Gut, ich fühle mich sehr gut. Deutschland ist besser. Ich kann gut zur Schule und ich kann bleiben und gut wohnen. Und gar nicht gut. Alles gut. Mein Name ist Hamidova Sanubar. Ich komme aus Aserbaidschan. Ich bin hier in meine Familie, mit meiner Familie. Ich bin hier in Neue. Ich bin 36 Jahre alt. Ich habe Familie, mit Familie in Deutschland. Ich habe zwei Kinder. Ältest 50 Klasse geht, aber klein ist mein Sohn, geht Kindergarten. Ja. Wie lange sind Sie denn jetzt schon genau in Deutschland? 2 Jahre, 6 Monate. Okay. Haben Sie in Deutschland einen Beruf? In Deutschland, ich habe keinen Beruf, aber in Aserbaidschan, ich komme aus Aserbaidschan, Aserbaidschan ist habe ich Büro, Buchhalter. Buchhalter? Buchhalter, ja. Und in Deutschland, ich habe noch keine Arbeit. Okay. Aus welchen Gründen sind Sie denn nach Deutschland gekommen? Mein Mann hat politisch Gründe. Und mein hat auch Problem, nationales Problem. Okay. Hat, ja. Haben Sie denn hier regelmäßigen Kontakt zu Ihren Nachbarn und Freunden? Ich habe Nachbarn, immer hat Kontakt. Ich will lernen Deutsch. Ja. Mein Nachbar immer helfe mir. Ja. Meine Tochter auch helfe. Meine Tochter kann Deutsch sprechen. Er ist Realschule. Ja. Ja. Sie möchten, also was möchten Sie in Deutschland machen? Möchten Sie hier bleiben, hier die Kinder großziehen? Ja, ich möchte aber noch kein Pass, aber ich will. Was gefällt Ihnen denn besonders in Deutschland? Deutschland ist normal, gut, alle Leute ist frei. Ja. Und keine politischen Probleme, keine Polizeiprobleme, immer. Ich sehe nicht, alles ist gut. Okay. Gibt es denn etwas, das Sie gern ändern würden oder was Ihnen nicht so gut in Deutschland gefällt? Ich habe Gedanken, aber keine. Alles ist gut. Na, das ist gut. Alles das ist gut. Wie fühlen Sie sich denn jetzt in Deutschland? Also ich liebe Deutschland, ist gut. Normal, alle Leute ist gut. Also, für mich gut. Das ist gut. Ja. Ich bin die Melissa, ich bin 10 Jahre alt. Und von wo kommst du? Aus Adana, das ist in Türkei. Aus Türkei. Bist du hier in Deutschland geboren? Ja. Okay, also deine Eltern sind dann von Türkei hergekommen? Oder? Nein, mein Papa ist in der Türkei geboren, aber meine Mama ist hier geboren. Und so. Mein Papa und meine Mama haben sich hier getroffen. Kannst du auch Türkisch reden? Ja. Also kriegst du das daheim und dann hast du es von klein auf beigebracht bekommen? Ich konnte die schon früher türkische Sprache. Okay. Was gefällt dir denn besonders an der Türkei? Da sind meine Cousine und mein Cousin. Gibt es irgendwelche Unterschiede zu Deutschland? Mhm. Du gehst noch in die Schule? Ja. Welche Schule gehst du denn? In die Horeb-Schule. Horeb-Schule. Hast du da Probleme in der Schule? Mhm. Brauchst du noch Hilfe bei den Hausaufgaben? Mhm.